Ein Land unter Verdacht. Wer plante den Anschlag auf den saudischen US-Botschafter? Für Präsident Obama sitzen die Drahtzieher in Teheran. Präsident Ahmadinejad bestreitet alles. Washington plant schärfere Sanktionen. Im Fokus: Schurkenstaat Iran. Guten Abend zur Phoenix-Runde. Es klingt eher nach einem schlechten Krimi. Ein Iraner mit US-Pass, beauftragt aus Teheran, heuert ein mexikanisches Drogenkartell an, um in den USA den saudischen Botschafter zu töten. Die Frage ist, wer steckt wirklich hinter diesem mutmaßlichen Mordkomplott? Welches Interesse hätte der Iran daran? Und wie sieht es in der Islamischen Republik eigentlich momentan aus? Im Fokus, Schurkenstaat Iran, darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Sabah Fazan, deutsch-iranische Journalistin, Rolf Mützenich, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Melinda Crane, amerikanische Journalistin, und Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Steinberg, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wirklich hohe iranische Stellen dort verwickelt sein könnten? Es ist zumindest eine Möglichkeit. Ich denke, zunächst mal muss man darüber reden, ob der Plot denn wirklich ernsthaft war. Und ich denke, nach all dem, was die Amerikaner, was das FBI hier vorgelegt hat, muss man wohl davon ausgehen, dass aus dem Iran heraus eine solche Planung stattgefunden hat. Es ist allerdings vollkommen unklar, inwieweit die Führung in Teheran eingeweiht war. Ich halte es eher für wahrscheinlich, dass das Elemente innerhalb der Revolutionsgarden waren, die hier versucht haben, dann doch eher auf eigene Faust zu handeln. Ganz einfach deshalb, weil die iranische Führung gar nicht an eine Intensivierung des Konflikts mit den Amerikanern, den Israelis oder anderen Regionalmächten interessiert ist. Es gibt aber starke Kräfte innerhalb der Revolutionsgarden, die auf eine Eskalation setzen, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Frau Fazan, diese Mordpläne, die mutmaßlichen, waren ja doch eher unprofessionell. Würde das zu der Regierung passen? Nun, ich habe in der vergangenen Woche, als eben dieses Argument aufkam, das ist sehr unprofessionell ausgeführt worden, daran gedacht, dass vor 2 Jahren schon einmal auf sehr unprofessionelle Art und Weise eine gesamte Präsidentschaftswahl gefälscht wurde. Von daher, das Argument der Unprofessionalität ist für mich nicht so sehr ausschlaggebend für die Frage, wer steckt tatsächlich dahinter, inwieweit ist die Führung dieses Iran Regimes damit hinein involviert. Und also allein die Tatsache, dass es fehlgeschlagen ist, dieses Mordkomplott, bedeutet noch nicht, dass nicht sozusagen die Revolutionsgarden, die Al-Quds-Brigaden selbstverständlich dahinter stecken, natürlich. Frau Crane, was hat denn die US-Regierung jetzt wirklich in der Hand? Wir haben gerade gehört, gut, es könnte doch möglich sein, dass es eher die Revolutionsgarden waren. Was meinen Sie, was hat man dort in der Hand? Weil dort sagt man ja, es müssen schon die hohen Stellen involviert gewesen sein. Also die genauen Beweise sind noch nicht veröffentlicht, aber wir hören von vielen Mitgliedern der Regierung, der Obama-Regierung, dass sie wirklich sehr handfest sind. Also sie reisen jetzt durch die Welt und zeigen den verschiedenen Verbündeten also diese Beweise natürlich auch in dem Versuch, womöglich strengere Sanktionen durchzusetzen. Allerdings ist unklar, inwieweit sie wirklich Spielraum hätten, das zu tun. Vielleicht kommen wir noch mal darauf zu sprechen. Aber auch Obama sagte, die Beweise sind überraschend handfest. Also die Amerikaner sind jetzt natürlich immer vorsichtig, weil nach dem Debakel mit Irak, mit den Massenvernichtungswaffen, wollen sie in die Öffentlichkeit gehen, nur wenn sie wirklich sichere Beweismittel haben. Ich denke, von daher können wir, ich würde mich Guido Steinberg anschließen, also da wird schon was sein. Herr Mützenich, welchen Grund sollte aber der Iran haben, wirklich so einen Anschlag in diesen Zeiten zu verüben? Diese Frage stellt man sich die ganze Zeit. Ja, natürlich, aber das ist natürlich eine Frage, die Rationalität unterstellt. Und manchmal gibt es offensichtlich auch einzelne Gruppen, vielleicht auch Einzeltäter, die der Rationalität nicht zugeneigt sind. Deswegen will ich darüber gar nicht spekulieren. Ich habe auch keine belastbaren Informationen zum jetzigen Zeitpunkt, inwiefern möglicherweise der ein oder andere Beweis
nachvollziehbar oder vielleicht dann doch eher ins Reich der Fantasie Einzelner gehört. Das muss man jetzt noch mal sehen. Wir bekommen offensichtlich in der nächsten Zeit noch mal zusätzliche Informationen. Wir haben das morgen früh im Auswärtigen Ausschuss und da bin ich mal gespannt, was die Bundesregierung uns zu berichten hat. Also bewerten Sie jetzt die Beweislage, die im Moment ist, von der US-Regierung als nicht so glaubwürdig? Verstehe ich das richtig? Also ich habe zumindest an der einen oder anderen Stelle Fragen und ich muss natürlich auch eine Bewertung vornehmen, die Dinge mit beachtet, die wir in der Vergangenheit, insbesondere im Nahen Osten, auch gehabt haben. Und von daher ist angesprochen worden, der Irak, das lässt zweifeln, das, was damals präsentiert worden ist von Außenminister Paul im Sicherheitsrat. Und das hat ja auch nicht dann zum Schluss alle überzeugt. Also ich denke, wir sollten uns einfach noch mal Zeit nehmen in diesem Zusammenhang. Und für mich steht auch zurzeit nicht im Vordergrund, ob ich jeden einzelnen Beweis interpretieren kann, sondern wir müssen natürlich darauf achten, welche außenpolitischen Konsequenzen in der jetzt ohnehin schwierigen Situation im Nahen Osten daraus auch resultiert. Und ich finde schon, dafür müssen wir uns Zeit nehmen für eine Analyse. Aber dann wäre ich auch dafür, dass die Partner gemeinsam arbeiten. Ich denke, das eine ist die Beweislage oder die Fakten, die die Amerikaner womöglich in der Hand haben. Das andere ist die Auslegung, die Interpretation davon, welche Beweggründe da gewesen sein könnten in Teheran und wer vielleicht die Drahtzieher wirklich sind. Mhm. Und auch in Washington und sogar innerhalb von der Regierung hören wir Stimmen, die sagen, es ist unklar und wahrscheinlich sogar eher implausibel, dass die Regierung in Iran einig hier gehandelt hätte an oberster Stelle. Mhm. Also viele bezweifeln, dass das wirklich also überzeugend wäre und sprechen sogar davon, dass es eventuell Streit gibt innerhalb der Regierung und wohl ein Versuch, eigenständig vielleicht von Al-Quds Mitgliedern hier was anzuzetteln, aus welchen Gründen auch immer. Von daher denke ich, Interpretation wird hier auch sehr wichtig sein, wenn man die Beweislage erstmal überhaupt kennt. Frau Crane, wir wollen noch mal darüber sprechen, die Revolutionsgarden, die Sie eben auch angesprochen haben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dort wirklich auf eigene Faust gehandelt wird? Da wird ja nun doch für wahrscheinlicher gehalten, dass es vielleicht eher aus der Richtung kommt. Nun, es ist schon so, dass durch diese totalitäre Ausrichtung des iranischen Regimes es nicht einfach so möglich ist, dass jetzt irgendwie drei Leute auf eigene Faust handeln. Und von daher, auch wenn es sehr viele Fragen gibt und auch wenn wir auf die Beweise warten und ein Stück weit, muss ich dazu sagen, wird es geheimdienstliche Informationen geben, die wir niemals, eigentlich zu denen wir niemals Zugang finden werden. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendetwas stattgefunden hat, ohne sagen wir mal, ohne dass das Büro Khamenei mit involviert war. Und ich sage aus einem ganz bestimmten Grund das Büro Khamenei, weil das eben ein ganzer Machtapparat ist. Das ist nicht nur eine Person, der oberste Revolutionsführer, sondern das ist eine ganze Clique von Leuten, die hier Entscheidungen hinter den Kulissen trifft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne das Wissen aus diesem Büro passiert ist. Aber welche Beweggründe könnten wirklich dahinter stecken? Nun, die Beweggründe sind für mich ganz, ganz offensichtlich und sie haben sehr, sehr viel mit diesem arabischen Frühling zu tun und mit der Tatsache, dass die Entwicklungen in diesem arabischen Frühling alles andere als positiv für das Regime im Iran laufen. Also um mehrere Beispiele zu bringen, Iran ist wirklich dabei, an Einfluss zu verlieren in dieser Region. Ich bin ohnehin ein Mensch, der den Iran hier nicht so machtvoll gesehen hat in der Region des Nahen Ostens. Aber diese Macht ist dabei wirklich sogar noch zunehmend zu verlieren. Und Iran hat durch sein Verhalten in diesen Bewegungen, in diesen demokratischen Erhebungen einfach gezeigt, dass das, was im arabischen Frühling passiert, eigentlich genau die Umkehrung der Revolution von 1979 im Iran ist. Ich würde gerne mal bei diesem arabischen Frühling noch mal bleiben. Wie hat sich das wirklich auf den Iran ausgewirkt?
Der arabische Frühling ist sicherlich eine Niederlage für die Iraner. Sie haben am Anfang tatsächlich argumentiert, dass das jetzt eine Fortsetzung der islamischen Revolution in der arabischen Welt ist, haben dann aber bemerken müssen, dass es nicht nur pro-westliche Regime sind, die dort unter Druck gerieten, sondern eben auch mit Syrien ihr wichtigster und wohl auch einziger Verbündeter in der arabischen Welt. Insofern ist das durchaus eine Niederlage. Ich glaube aber, wenn man nach den Motiven hier fragt, muss man tatsächlich weniger in die arabische Welt schauen, als in das Verhältnis zwischen den Amerikanern und Israelis auf der einen Seite und Iranern auf der anderen Seite. Gehen wir mal davon aus, dass wir uns einig sind, dass die Revolutionsgarden verantwortlich sind. Bei der Verantwortung von Khamenei sehe ich das noch etwas anders. Aber dann wird man eben feststellen, dass die tatsächlich der Meinung sind, dass sie einem Angriff ausgesetzt sind. Es sind Wissenschaftler ermordet worden, die mit dem Atomprogramm des Iran zu tun hatten in den letzten Jahren. Es gibt also tatsächlich auch konkrete Gründe, das zu glauben. Da werden wahrscheinlich die Israelis für verantwortlich sein. Und es ist durchaus denkbar, dass hier auf einer taktischen Ebene die Revolutionsgarden gesagt haben, wir schlagen zurück und sie suchen ohnehin nach Möglichkeiten, gegen die Amerikaner zurückzuschlagen im Irak. Sie suchen nach Möglichkeiten in der Golfregion. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie jetzt auch entschieden haben, wir nehmen uns jetzt mal die Amerikaner vor, beziehungsweise einen ihrer wichtigsten regionalen Verbündeten, nämlich Saudi-Arabien. Warum gerade in so einer Situation, wo eben der Iran scheinbar wirklich sehr isoliert ist? Gerade weil der Iran isoliert ist. Mhm. Also gerade weil der Iran sehr schwach ist und sehr in eine Ecke gedrängt ist und in der Tat, um bildlich zu sprechen, mit dem Rücken an der Wand steht. Denn das iranische Regime kann weder vorwärts noch rückwärts noch nach links noch nach rechts, denn es hat wirklich sich selbst auch in diese Isolation gebracht durch die Verhaltensweisen, die es hier gezeigt hat. Ich würde das Motiv hat gar nicht so sehr mit dem zu tun, aus meiner Perspektive, was Herr Steinberg gerade gesagt hat, sondern hat wirklich mit diesen Entwicklungen der arabischen Revolution zu tun. Also allein, wenn wir uns anschauen, dass Khaled Mash'al, der Chef der Hamas, jetzt verhandelt, dass den Sitz der Hamas aus Damaskus nach Kairo zu verlegen. Allein das ist schon ein strategischer Verlust für das iranische Regime. Das bedeutet noch lange nicht, dass die Gefahr der Hamas gebannt ist, aber das ist aus strategischer Perspektive eine Niederlage für dieses Regime. Das eine schließt das andere nicht aus. Also Fakt ist, Iran ist in der Defensive. Es kommt eigentlich auch, es kommen mehrere Faktoren zusammen. Auch die Sanktionen, die bisher da gewesen sind, haben immer mehr wirtschaftliche Schaden in Iran angerichtet. Wir wissen auch, dass das iranische Nuklearprogramm anscheinend deutlich gelitten hat, auch unter diesem Computervirus, der eingeführt wurde in Iran. Aus all diesen Gründen, denke ich, ist die Führung in Teheran in der Defensive. Und die Stimmen in den USA, die sagen, das Komplott wird schon richtig sein, es hätte sowas gegeben, meinen auch, dass das eine Verzweiflungstat wäre und vielleicht deswegen etwas weniger sorgfältig ausgeführt, etwas dilettantischer, als wir bisher kennen. Vielleicht ganz kurz ein Wort noch mal zu der These von Herrn Mützen, ich wollte, glaube ich, gerade hier noch gerade was zu sagen. Also ich finde, wir spekulieren ja jetzt eine Menge über Dinge, wo wir... Man muss auch sagen, das mögliche Motiv, es ist ein mutmaßlicher Anschlag. Und von daher, ich finde, wir sollten einfach jetzt noch mal abwarten, was die US-amerikanischen Behörden uns dann als wirklich belastbare Informationen auch anbieten in dem Zusammenhang. Natürlich spielt die arabischen Umwälzungen spielen hier hinein, aber ich würde es auch nicht immer nur schwarz-weiß zeichnen, dass der eine verliert, der andere gewinnt. Das ist sozusagen so ein Spiel von Gewinn und Verlust, was ich glaube, in dem jetzigen Verhältnis nicht so richtig passt. Die Iraner haben schon bewiesen, dass sie auch anpassen.
anpassungsfähig sind. Anpassungsfähig an die internationale Umwelt, an die regionale Umwelt. Es gibt ja auch Stimmen, zum Beispiel in Kairo, die versuchen, ein ausgeglicheneres Verhältnis zu dem Iran letztlich zu gewinnen. Saudi-Arabien war auch in den letzten Jahren darum bemüht gewesen, eigentlich vor den arabischen Umbrüchen, das eine oder andere schon, doch das glaube ich schon, dass der saudi-arabische König hier versucht hat, einen gewissen Ausgleich auch am Persischen Golf zu finden. Man kann das nicht, finde ich, immer nur so schwarz-weiß durchdeklinieren. Was wichtig ist, dass die US-amerikanischen Behörden hier belastbare Informationen zeigen müssen. Die müssen wir dann bewerten. Und mir ist ganz wichtig, dass jetzt nicht Einzelne wieder vorbrechen, dass es nicht um eine Koalition der Willigen geht bei der Auslegung von bestimmten möglichen Hinweisen, die auf einen Attentatsversuch dann auch hinweisen. Also da wäre ich vorsichtig. Wir sollten den Nahen Osten insgesamt in den Fokus nehmen. Das Problem ist einfach, wir haben es mit einem despotischen Regime zu tun. Was Würden Sie aber von einem Schurkenstaat sprechen? Also zumindest von einem Staat, der nicht immer kalkulierbar ist. Deswegen habe ich ja eben gesagt, Rationalität ist da, also eine rationale Frage ist immer ein Problem. Aber in dem Zusammenhang müssen wir, glaube ich, auch zur Kenntnis nehmen, dass der Iran unterschiedliche Machtgruppen in seinem System hat, die auch unterschiedliche Interessen haben. Und deswegen, glaube ich, ist es notwendig, dass wir uns hier unter den Partnern auch besser verabreden, wie wir in Zukunft mit dieser Herausforderung umgehen. Wie groß ist denn die Macht gerade von Ahmadinejad? Wie ist er gestellt im Iran? Der ist sehr schwach. Das ist die gute Nachricht. Er ist deutlich geschwächt. Er hat über Monate einen Konflikt mit dem religiösen Führer ausgefochten. Und der religiöse Führer hat ihm da, also Khamenei, hat ihm da deutlich gemacht, dass er eben als Präsident von ihm abhängig ist und dass die wirklich strategischen Entscheidungen im Iran, ich betone auch die strategischen, nicht die taktischen, von Khamenei gefällt werden. Insofern ist es auch richtig, dass Ahmadinejad in der gegenwärtigen Debatte hier dann doch eine weniger wichtige Rolle spielt. Herr Bützenich hat aber einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Das iranische politische System, das beruht geradezu darauf, dass es eben ganz viele verschiedene Machtzentren gibt. Und das gilt auch für die Bürokratie. Und das macht es eben sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wer denn hier jetzt verantwortlich sein kann. Es gibt ja eben, es gibt nicht nur die Revolutionsgarden, die im Ausland terroristisch aktiv sind. Es gibt auch das Geheimdienstministerium und es gibt ganz viele andere Akteure, sodass wir hier tatsächlich eine Weile abwarten müssen. Also dieses Bild davon, dass wir es hier mit einer rational und durchstrukturierten Diktatur zu tun haben, das ist, glaube ich, falsch. Sehr, sehr viel, was dort abläuft, läuft in einer sehr, sehr chaotischen Art und Weise ab. Und das bietet einfach einen gewissen Gestaltungsspielraum für ganz, ganz viele Akteure, die vielleicht auch eine andere Agenda verfolgen als gerade der Revolutionsführer. Auch geschwächt durch die Grüne Revolution, was ist von der noch übrig? Von der ist leider nicht mehr sehr viel übrig. Aber sie war ja eben auch eine Revolution aus dem System heraus. Es waren ja Revolutionäre, die das System verändern wollten. Das Problem im Iran ist halt eben, dass es keine wirklichen Revolutionäre gibt. Ich möchte aber noch mal einen Punkt anführen, der mir wichtig ist. Weil wir reden hier so etwas über die Schwächung des Iran durch die arabische Revolte. Ich glaube nicht, dass das in Teheran durchgehend so gesehen wird. Und iranische Offizielle widersprechen dem auch. Zunächst einmal ist Syrien noch nicht gefallen. Und es ist durchaus möglich, dass Assad sich hält. Vielleicht sogar für die nächste Generation. Mit der Hisbollah ist ein wichtiger Alliierter weiterhin aktiv. Es gibt viele neue Operationsmöglichkeiten, unter anderem an der Westküste des Persischen Golfes. Siehe nur Bahrain. Und ganz wichtig, das Atomprogramm, das ist zwar etwas ins Schlingern geraten, aber das läuft weiter. Und das ist ein Argument für natürlich dafür, auch zu vermuten, dass Khamenei in der gegenwärtigen Situation natürlich keinen Konflikt mit den USA vom Zaun brechen will, weil eigentlich alles nach Plan verläuft. Wenn es so weiterläuft wie bisher, wird der Iran in wenigen Jahren eine Atomwaffe haben. Und dann redet niemand mehr
von der Schwächung durch den Wegfall eines Verbündeten im Libanon oder in Syrien. Das ist letzten Endes auch für Teheran, ist das eben nur die arabische Welt. Frau Fasan. Also ich würde Ihnen, Herr Steinberg, in so ziemlich allen Punkten widersprechen, aber das ist, glaube ich, auch wenig überraschend. Um nochmal auf die regionale Situation zurückzukommen. Also das iranische Regime musste Gelder der Hezbollah um mindestens 40% kürzen aufgrund der Sanktionen, die verhängt wurden. Was im Übrigen auch ein Punkt ist, dass Sanktionen eine Wirkung haben. Also das ist eine Schwächung der Gruppe, die am engsten wirklich mit diesem Regime verbunden ist. Aber das ist nur ein Punkt. Und ich wüsste nicht, wie Assad sich eigentlich noch halten möchte. Die Frage lautet nicht mehr, ob Assad fällt, sondern wann er fällt und wie er eigentlich fallen wird. Und selbstverständlich gibt es noch diese Revolution im Iran, die aus dieser Zivilgesellschaft entstanden ist und sich auch nach wie vor immer wieder bemerkbar macht. Nur in unserer schnelllebigen Medien, in unserem schnelllebigen Medienzeitalter interessiert es eigentlich keinen mehr, wenn Tausende von Arbeitern streiken, wenn die Basarleute den Basar für mehrere Wochen dicht machen. Im Übrigen eine soziale Gruppe, von der ich eigentlich dachte, dass sie wirklich ganz zum Schluss in diese Revolution mit einsteigt. Die Basarleute sind eigentlich bis zur Unkenntlichkeit unpolitisch. Mhm. Und sie sind bei der vergangenen Revolution 1979 wirklich kurz vor Schluss erst mit eingestiegen. Also das ist auch eine Bewegung, die sehr viel früher stattgefunden hat. Es interessiert in unserem Medienzeitalter im Moment niemanden, wenn große Proteste um einen Salzsee im Iran in diesem Sommer stattgefunden haben, der ein großes umweltpolitisches Problem ist. Und Sie haben gerade die Sanktionen auch noch mal angesprochen. Ich würde gerne noch mal auf die Rolle der USA auch zu sprechen kommen. Ein angeschlagener Obama, der nun sich im Wahlkampf befindet. Wie viel Macht hat er im Moment, da wirklich etwas durchzusetzen? Oder ist gerade der richtige Zeitpunkt, um beispielsweise Sanktionen durchzusetzen? Ja, die Frage ist für mich eher, was würden Sanktionen bringen, beziehungsweise wie sieht die Kosten-Nutzen-Analyse aus bei erweiterten Sanktionen? Über die Sanktionen würde ich auch gleich noch mal gerne sprechen, aber die Frage ist, sind sie erstmal durchsetzbar? Also er steht unter Druck, eher härter gegen Iran zu schlagen als weniger hart. Also er ist unter ziemlich starkem Druck von den konservativen Republikanern. Und es gibt auch demokratische Stimmen, die sagen, also wir müssen eher hart gegen Iran angehen. Von daher, also zu Hause innenpolitisch hat er auf jeden Fall Spielraum, aber international viel, viel weniger. Mhm. Warum hat er da den kleineren Spielraum international? Aus mehreren Gründen. Also fangen wir bei dem Nuklearprogramm an. Wenn die Amerikaner da deutlich mehr Druck machen, was im Moment so zum Teil versucht wird über das internationale Atombehörde, könnte es natürlich sein, dass Iran irgendwann sagt, wir machen jetzt dicht und wir schmeißen alle Inspekteure raus. Mhm. Das wäre eigentlich eher ein Rückschritt in den Augen von vielen Menschen. Also das ist das erste Problem. Das nächste Problem ist, sagen wir, die überlegen sich, die Sanktionen in Sache Öl noch zu schärfen und zu erweitern. Sie könnten versuchen, durch die Eliteeinheiten von Al-Quds, die mit Ölhandel Geld machen, direkt dagegen zu gehen. Dann würde der Ölpreis steigen. Nichts könnte für Obama problematischer sein im Moment als eine Vertiefung der Wirtschaftskrise in den USA mit einem höheren Ölpreis. Also kein Land würde davon härter getroffen werden, außer Iran, als die Vereinigten Staaten. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre, wenn man in den Vereinten Nationen versucht, härtere Sanktionen durchzusetzen und Russland und China zum Beispiel an Bord zu bringen, könnte es sein, dass genau das Gegenteil passiert. Und dass Sie sagen, auch mit dem jetzigen Sanktionsprogramm sind wir nicht zufrieden. Wir wollen nicht, dass Iran noch weiter isoliert wird. Das ist nicht der richtige Weg. Und dass Sie dann praktisch auch die bestehenden Sanktionen in Frage stellen. Von daher gibt es einige Gründe, weswegen die Obama-Regierung sehr vorsichtig treten wird. Im Moment hören wir viele harte Worte. Aber inwieweit wir Taten sehen werden, das ist eine Frage. Wären Sanktionen richtig? Naja, wir haben es ja
versucht und ich glaube, es war auch wichtig gewesen, dass auf der einen Seite Gespräche versucht worden sind mit dem Iran in dieser Sechsergruppe, 3+3 oder 5+1, egal wie man jetzt letztlich zählt, wo Deutschland eben auch eine Rolle spielt. Und auf der anderen Seite, dass bei bestimmten Beschlüssen im Sicherheitsrat eben auch versucht worden ist, Russland und China insbesondere einzubinden, weil das eben zwei Länder sind, die ein wichtiges Signal geben. Und für mich sind Sanktionen nicht nur in einer praktikablen Frage eine entscheidende Rolle, sondern ein Sanktionsbeschluss ist auch ein wesentliches politisches Signal an denjenigen, den man erreichen will. Und meine Erfahrung vor einigen Jahren war gewesen, dass die Iraner schon überrascht gewesen sind, dass nach einer gewissen Karenzzeit dann plötzlich doch Russland und China im Sicherheitsrat den ein oder anderen Weg mitgegangen sind. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, die Volksrepublik China hat Interesse an Rohstoffen. Iran kann sie bieten. Es ist ein Partner, der möglicherweise auch in bestimmte internationale politische Konzepte der Chinesen hineinpassen. Also von daher ist auch der Bewegungsspielraum relativ eng. Ich glaube, dass die Europäische Union unter Umständen noch das ein oder andere zusätzlich machen könnte. Wir sind ja auch stärker jetzt in den Bankensektor noch mal wieder hineingegangen bei den Iranern. Aber zum anderen, glaube ich, muss man das immer versuchen, gemeinsam auch zu fassen. Und darauf kommt es an. Und ich sehe auch ähnlich wie Sie zum jetzigen Zeitpunkt keine große Stärke der USA, noch zu weiteren Sanktionen zu kommen, die dann im Sicherheitsrat auch sanktioniert werden. Mhm. Würden diese Sanktionen denn wirklich am Ende was bewegen können? Also es ist schon schwer, sie durchzusetzen, wenn man sie dann durchgesetzt bekommt. Das ist die Frage, was man jetzt noch machen will. Wenn man tatsächlich den Ölsektor angeht, nehmen wir mal an, dass Chinesen und Russen da mitmachen, was ich für sehr, sehr unwahrscheinlich halte, eigentlich ausgeschlossen, würde man tatsächlich auch große Teile der Bevölkerung in Mitleidenschaft ziehen. Und das ist einer der Gründe, weshalb man das bisher sowieso strikt vermieden hat. Ich sehe da tatsächlich überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr. Und die Frage ist auch, ob Sanktionen wirklich die richtige Reaktion auf diesen Attentatsplan sind oder ob man eben Sanktionen braucht wegen des Atomprogramms. Ich denke, dass uns das Thema tatsächlich immer wieder darauf hinweisen sollte, dass der Iran eben das große Problem in der Region darstellt, viel größer als Syrien, Ägypten, andere Länder, und dass er dieses Problem darstellt wegen des Atomprogramms. Und die Frage ist, wie man das Land daran hindert, das weiter zu betreiben. Und darauf gibt es keine Antworten bisher. Sie haben gerade gesagt, es gibt kaum noch Handlungsspielraum. Was soll das bedeuten? Das heißt, Handlungsspielraum, wie Herr Mützenich das gesagt hat, für Sanktionen. Zunächst einmal haben wir eben die Chinesen und die Russen, die das nicht mittragen werden, so wie es aussieht. Die Russen vielleicht zeigen sich da etwas kompromissbereiter in den letzten Jahren. Die Chinesen sind vor allem an iranischem Gas und Öl interessiert. Und die iranische Atombombe interessiert in Peking nicht so wirklich, zumindest nicht so sehr, wie das die Europäer, die Israelis und die Amerikaner interessiert. Und dann ist tatsächlich die Frage, was man machen will. Was wäre die Alternative? Die Alternative ist natürlich, dass man bei dem Atomprogramm über den Militärschlag nachdenken muss. Das ist ein großes Tabu in der deutschen Politik. Und das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass das iranische Regime mittlerweile glaubt, dass es vom Haken ist, dass es dieses Programm weiter betreiben kann, ungestraft. Und das wird dazu führen, dass wenn jetzt nichts wirklich Einschneidendes passiert, dass der Iran diese Atombombe hat. Und tatsächlich fehlt im Moment etwas die Debatte darüber, ob wir bereit sind, mit einer solchen iranischen Atombombe zu leben. Die Obama-Administration hat mehrfach verdeutlicht, dass sie nicht bereit ist, diesen Militärschlag zu führen. Das kann durchaus militärische Gründe haben, dass sie nicht... Es wurde immer wieder gesagt, dass das gar nicht realistisch zu machen ist, dass ein militärischer Schlag eigentlich keinesfalls das Atomprogramm stoppen könnte. Also aus verschiedenen auch taktischen Gründen. Meinen Sie, es wäre überhaupt durchsetzbar, also realistisch machbar? Und beherrschbar. Und beherrschbar. Ja. Ja. Nein, natürlich ist es machbar. Aber die Amerikaner können es machen und die Amerikaner können es zurückwerfen für einige Jahre. Die Frage ist, können die Amerikaner und auch die Europäer mit den Konsequenzen leben? Nein. Die einzige Alternative,
Ja, es gibt selbstverständlich regionale Auswirkungen. Die einzige Alternative, die es allerdings gibt, ist eine wirklich massive Eindämmungspolitik. Und ich denke, dass die Obama-Administration damit schon begonnen hat, indem sie seit dem letzten Jahr Saudi-Arabien verstärkt aufrüsten, mit immer moderneren Waffensystemen, indem sie klargemacht haben, ihren Verbündeten am Golf, dass sie bereitstehen, sie vor den Iranern zu schützen. Ob diese Eindämmungspolitik allerdings tatsächlich zum Erfolg führt, ist sehr fraglich. Besonders wenn man davon ausgeht, dass die Iraner jetzt schon im Irak aktiver werden. Das halte ich für gegeben. Und zwar im Kampf gegen amerikanische Truppen. Dass sie möglicherweise sogar Anschläge auf den saudi-arabischen Botschafter in den USA organisieren. Und diese Frage muss man zunächst einmal diskutieren. Was wollen wir eigentlich? Diese Frage haben wir so ein bisschen vergessen über dem arabischen Frühling, unserer Begeisterung für all das, was in der Region passiert. Das ist aber die strategische Kernfrage. Und der müssen wir uns langsam widmen. Wie sehr feuert denn nun der neue Konflikt sozusagen die ganze Situation, die Sie auch gerade beschrieben haben, im Nahen Osten noch mal an? Wie gefährlich kann das werden? Nein, massiv. Auf jeden Fall ist diese Situation gefährlich. Und deswegen habe ich ja auch den Begriff der Beherrschbarkeit hineingebracht. Ich denke, an die Politik muss man eben auch die Anforderung stellen, ob man bestimmte Schritte für beherrschbar hält und bis zum Schluss auch dann auch durchdacht hat. Deswegen habe ich ja am Anfang auch darauf gedrungen, dass die Partner sich untereinander abstimmen, was die nächsten Schritte möglicherweise sind, wenn es denn belastbar Informationen gibt. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht darüber gesprochen, die Administration hat ja in den vergangenen Jahren, und das haben wir unterstützt, auch ganz bewusst versucht, mit dem Iran zum Beispiel die Fragen in Afghanistan gemeinsam anzusprechen. Da gibt es gemeinsame Interessen, allein das Drogenproblem. Herr Mützenich, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Also ich muss hier wirklich entschieden widersprechen, denn der Iran ist durch die Revolutionsgarden in den Drogenhandel involviert. Und der Iran hat kein Interesse daran, dass dieser Drogenhandel beendet wird, dass Afghanistan stabilisiert wird. Also das ist eine kleine Märchenerzählung, die in der Politik sich entfaltet hatte und irgendwie so als Entschuldigung angewendet wurde, um hier mit dem Iran, mit dem iranischen Regime an einen Verhandlungstisch zu kommen. Und spätestens die WikiLeaks-Enthüllungen haben es gezeigt, dass das iranische Regime in einer Art und Weise in Afghanistan versucht, Chaos und Destabilisierung zu organisieren, die unseren Interessen, den afghanischen Interessen völlig zuwiderläuft. Ja. Und dass das iranische Regime dafür verantwortlich ist, dass deutsche Soldaten und die Soldaten unserer Freunde und Partner getötet werden. Und ich finde, es sollte einen Preis in dieser Welt haben, dass unsere Soldaten getötet werden. Und wenn man einen Krieg verhindern möchte, wofür ich sehr wäre, denn das trifft in allererster Linie die Bevölkerung. Ich wäre völlig einverstanden, wenn das Haus von Khamenei bombardiert wird. Aber so wird es ja bei einem Krieg leider Gottes nicht sein. Dann muss man den Weg über Sanktionen gehen. Und ich finde, da geht noch mehr. Da geht eine ganze Menge, die man noch tun kann. Im Bankensektor, selbstverständlich auch im Energiesektor. Das ist die Achillesferse dieses Regimes. Und wir können es so organisieren, dass es für uns nicht zu einem Defizit wird, sondern für den Iran, für das iranische Regime ein Schwachpunkt wird, der das Regime tatsächlich treffen kann. Es ist, glaube ich, richtig, dass der nächste auch wirklich machbare Schritt wäre wahrscheinlich eine Erweiterung der Sanktionen, die die Zentralbank in Iran betreffen. Also Sie hatten auch gesagt, es wäre vielleicht da ausbaufähig, dass man etwas mehr macht im Finanzsektor. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Obama-Regierung, auch wenn sie immer wieder behauptet, alle Optionen seien auf dem Tisch, in irgendeiner Weise, also in der jetzigen Lage, darüber nachdenkt, einen Krieg wieder anzufangen. Und so banal es klingt, aus allem obersten Grund, auch wirtschaftlich, Amerika kann sich nicht erlauben, noch einen Krieg anzufangen. Dieses Land ist am Ende mit zwei Kriegen jetzt fertig.
Es wäre auch, glaube ich, kaum Unterstützung in der Bevölkerung im Moment. Wir erleben eher eine zunehmende idealistische Tendenz in den USA, dass viele Amerikaner sagen, wir müssen uns jetzt um uns selbst kümmern, es geht uns schlecht, wir können uns nicht erlauben, immer noch mehr Geld auszugeben im Ausland, wieder Kriege anzufangen, die in 10 Jahren immer noch laufen. Also für mich eigentlich undenkbar. Wir hören von einigen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, dass sie anders denken. Aber das sind dieselben Leute, die den Haushalt um wie viel Billionen kürzen wollen. Also wie wollen sie das machen? Krieg führen und gleichzeitig die Schulden schrumpfen um 4 Billionen Dollar? Auch nicht wirklich denkbar. Wir waren gerade noch kurz an dem Punkt, wie gefährlich sozusagen diese Zuspitzung im Moment sein könnte, werden könnte, wenn sozusagen jetzt mehr Beweise auf den Tisch kommen. Wie gefährlich schätzen Sie es ein? Ja, ich glaube auch, dass die Obama-Administration nichts tun wird, außerhalb des, naja, jetzt bekannten Tätigkeitsfeldes. Aber wie wird sich das Sanktionen auswirken nochmal auf den Nahen Osten, aber, wenn wir uns gerade die Situation dort anschauen? Die große Gefahr ist, dass die Israelis diesen Job übernehmen. Sie haben mehrfach klargemacht, dass sie nicht bereit sind, eine iranische Atombombe zu akzeptieren. Und man muss, glaube ich, jederzeit damit rechnen, wenn die Israelis zu der Auffassung kommen, dass diese Atomwaffenfähigkeit erlangt wird von den Iranern, dass sie dann eben auch zuschlagen. Dann werden die Iraner reagieren, das haben sie auch mehrfach angekündigt. Sie werden im Irak reagieren, sie werden möglicherweise in den kleinen Golfstaaten reagieren. Aber Sie sprechen jetzt von dem Atomprogramm. Wir haben jetzt auch noch mal von diesen mutmaßlichen Anschlägen gesprochen. Wie sehr die im Moment auf den Nahen Osten sich auswirken können, wie gefährlich könnte das werden, wenn sich das jetzt noch weiter zuspitzt? Die Anschläge in den USA zunächst mal überhaupt nicht. Natürlich haben wir im Moment eine Zunahme der Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Iran. Saudi-Arabien ist kein militärischer Akteur. Sie haben praktisch keine eigene Armee. Und insofern sind sämtliche Drohungen, die im Moment in Riyadh ausgesprochen werden, wertlos. Wirklich wichtig ist es, wie die USA reagieren. Wichtig ist es, wie die Israelis reagieren. Was allerdings sicherlich passieren wird, ist, dass die Iraner, wenn sie unter noch größeren Druck kommen, auch versuchen werden zu zeigen, dass sie handlungsfähig sind. Und wahrscheinlich wird dieser Konflikt dann im Irak ausgetragen. Zunächst einmal werden die Iraner versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass die Amerikaner sich unter Feuer zurückziehen, und zwar unter dem Feuer von iranischen und schiitischen irakischen Gruppen. Und dann werden sie versuchen, auch in diesem Land ihren Einfluss noch einmal auszuweiten, wo sie ohnehin schon eine wichtige Position haben. Der Irak wird das Schlachtfeld dieser Auseinandersetzung sein, wenn es denn nicht direkt im Iran geführt wird. Frau Crane, Sie gucken sehr skeptisch. Nein, skeptisch nicht, besorgt. Denn wir wissen, dass die Obama-Regierung auch absolut darauf beharrt, die letzten Soldaten zurückzuziehen bis Ende dieses Jahres. Das war eine Wahlversprechen von Barack Obama. Hier geht es auch natürlich wieder um Haushaltsersparnisse. Also von daher gegen den Rat seiner Generäle, die ihm gesagt haben, eigentlich ist die Situation in Irak noch fragil. Also eigentlich sollten mehrere Soldaten weiter dort stationiert sein, wird er sie zurückziehen am Ende des Jahres. Und wenn das so ist, wie Herr Steinberg sagt, könnte es nächstes Jahr ziemlich schlecht aussehen. Und das wird auch schlecht für Obama sein. Denn in dem Moment kommen natürlich die Republikaner und sagen, we told you so. Bitte. Also wir sprechen jetzt sehr viel über Kriegsmaßnahmen, die das Atomprogramm zurückwerfen können oder sogar womöglich ganz beenden können. Und es wurde vorhin kurz schon mal angesprochen, ich will es einfach noch mal in Erinnerung rufen. Es gab schon einen Anschlag, der eine Maßnahme, die dieses Atomprogramm zumindest ein Stück weit zurückgeworfen hat, und das war Stuxnet. Und das hat, wir wissen nicht genau, wie viel Schaden es angerichtet hat, aber es hat uns im Westen, Sie meinen das Computerprogramm? Der Computerwurm, aber es hat uns im Westen auf jeden Fall ein bisschen Zeit verschafft. Und das
das war wirklich von der Genialität her kaum noch zu übertreffen, denn es hat wirklich das Herz dieses Atomprogrammes getroffen und es gab kein einziges ziviles Opfer. Und in diese Richtung muss man eigentlich denken. Man muss in die Richtung von mehr Stuxnet, mehr Sanktionen, diplomatischer Boykott, das ist auch eine Möglichkeit, die wir haben und die man nutzen sollte. Und da sind in allererster Linie die Europäer gefragt und wir in Deutschland, unsere europäischen Partner, dass wir einfach nicht mehr mit einem solchen Terrorregime, das Terror verübt, ob jetzt in Washington oder sonst irgendwo im Nahen Osten, das wissen wir, dass es versucht hat, diesen Terror in der ganzen Welt zu verbreiten, dass wir mit einem solchen Regime nichts mehr zu verhandeln haben. Was glauben Sie, wie wird eine Verhaltensänderung bewirken? Sie wollen doch, dass sich das Verhalten der Iraner verändert. Ja, das wird so. Es. Und wieso? Schauen Sie, Sie müssen die Psychologie, Sie mir mal die Erfahrungen. Die Psychologie eines solchen Regimes müssen Sie begreifen und verstehen. Und dieses Regime wollte schon immer in Europa mit dem roten Teppich empfangen werden. Und wenn man diesen roten Teppich zusammenrollt und eine Kombination aus diplomatischem und wirtschaftlichem Boykott hier anführt, dann würde ich Ihnen sagen, dann werden Sie ein Ergebnis sehen. Es gibt keinen roten Teppich in Europa, das wissen Sie auch. Das ist eine Behauptung, die einfach, ich sag mal, hier in den Raum gestellt wird, genauso wie Sie. Darf ich vielleicht einen Satz mal zu Ende reden in dem Zusammenhang? Ich wollte ja eben mal deutlich machen, dass wir uns durchaus überlegen müssen, dass natürlich die Revolutionsgarden in den Drogengeschäften in Afghanistan, wie Sie eben angemerkt haben, natürlich verwickelt sind. Aber das ist nicht das einzige Land. Leider ist es nicht der einzige Staat, der auf der einen Seite im Drogenkonsum ist und möglicherweise die eine oder andere interessante Rede bei den Vereinten Nationen hält. Da muss man eigentlich sich mit der Realität stellen. Ich will aber auf der anderen Seite zumindest die Kräfte, die ich glaube, es im Iran gibt, dafür gewinnen, dass es gemeinsame Interessen gibt. Sie sagen, es gibt davon niemanden innerhalb des Regimes. Meine Behauptung ist, es gibt die ein oder andere Gruppe schon. Und den Revolutionsführer, die ein Interesse daran haben, auch mit der internationalen Gemeinschaft weiter im Kontakt zu sein. Und das Drogenproblem, auch wenn Sie das leugnen, spielt natürlich im Iran eine herausragende Rolle. Sie haben unheimlich viele Drogenabhängige. Mehrere hundert Sicherheitskräfte der Iraner sind an der Grenze getötet worden zu Afghanistan. Und ich finde, das sind Ansatzpunkte, wo man zumindest versuchen sollte, ein Gespräch zu führen. Darf ich den einen Satz noch führen? Die Amerikaner haben es versucht. Leider war das nicht erfolgreich gewesen. Deswegen sage ich ja, ist es eine sehr kritische Situation, die auch uns in Deutschland betrifft, weil wir uns ja auch mit den Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan zurückziehen wollen. Der Iran wird weiterhin der Nachbar Afghanistans bleiben. Und das sind entscheidende Punkte, die ich finde auch in Gesprächen immer noch eine Rolle spielen müssen. Das ist nicht der rote Teppich, sondern das ist der Versuch, zumindest noch einen begrenzten Dialog zu führen. Ja, schauen Sie, Herr Mützenich, Sie müssen mir über dieses Drogenproblem im Iran nichts erzählen. Ich habe selbst Drogenabhängige im Iran gesehen. Und es ist so, dass diese Revolutionsgarden und Teile dieses Regimes diese Drogen im Land selbst verteilen, weil sie nämlich wollten, dass diese junge Generation ruhig gestellt wird. Also schauen Sie, und selbstverständlich gibt es hier einen roten Teppich. Wenn ich mir anschaue, dass ursprünglich vor einigen Tagen geplant war, dass der iranische Botschafter in Deutschland mit einem Philosophen Rüdiger Safranski über Goethe und Hafez debattieren wollte. Das ist ein roter Teppich für ein Terrorregime und das muss man, die Veranstaltung ist Gott sei Dank abgesagt, weil es eben wirklich einen großen Protestdruck aus der deutschen Zivilgesellschaft gab und solche Geschichten müssen aufhören. Und im Übrigen ein Grund, das ist meine Perspektive und das ist meine Vermutung, mit einem Grund, warum dieser Anschlagsplan, von wem auch immer er ausgeführt worden war in den USA, nicht funktioniert hat und so dilettantisch letztendlich gescheitert ist, weil Amerika und Iran keine diplomatischen Beziehungen haben. Es sind die diplomatischen Beziehungen, die einem solchen Regime die Möglichkeit geben, in diesen Ländern geheimdienstlich aktiv zu sein. Ich würde noch mal ganz kurz einmal zum Ende unserer Sendung fragen wollen, was glauben Sie, wie der Iran jetzt auf diesen ganzen Druck reagieren wird?
Ich glaube, er wird versuchen, das Problem auszusitzen, weil die Strategie tatsächlich immer noch ist, Zeit zu gewinnen, bis die Amerikaner aus dem Irak raus sind, bis vielleicht das Atomprogramm weiter gediehen ist. Das ist die Linie, die Khamenei vorgegeben hat. Und ich glaube nicht, dass der Iran daran etwas ändern wird. Das ist eine sehr, sehr kluge Politik. Herzlichen Dank für die spannende Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Danke, dass Sie bei uns waren. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch. Bis morgen. Tschüss.